kann man was sagen. Und freue mich, wenn einige, die da hinten stehen, auch vorne sind, da ich euch sehe. Hallo. Aber jeder, wie er will. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir die Woche ein klein bisschen Gedanken gemacht. Was könnte ich so erzählen hier auf der Mahnwache? Und ich wurde ein paar Mal von ein paar Leuten angesprochen schon, da ich vielleicht einfach mal so ein bisschen was erzählen soll, wie ich jetzt zu dem Leben komme, was ich jetzt gerade lebe. Also nicht, dass das jetzt besonders wichtig wäre, ne, das nicht, aber da kann ich halt am ehesten meine Erfahrungen rüberbringen, wenn ich erzähle von dem, was ich selber gemacht habe. So. Wie kommt man irgendwie raus aus diesem System? Was gibt es für Möglichkeiten? Weiß ja nicht. Also ich glaube nicht, dass wir alternativlos sind. Ich kann einfach sagen, es geht auch ein anderes Leben und will vielleicht, ja, vielleicht fühlt sich der eine oder andere ein bisschen inspiriert von den Gedanken. Also wie hat es bei mir angefangen? Eigentlich am Anfang stand die Entscheidung, dass ich definitiv kein Radio mehr höre und kein Fernsehen mehr schaue. Und zwar überhaupt keins. So, und das hat, kann ich nur sagen, bei mir dazu geführt, dass ich einfach mal mich selbst wieder mehr gehört habe. Dass ich mal einen Abstand zu dem Ganzen bekommen habe. Und ich weiß auch nicht, damals ist das Lied dann entstanden, Schluss mit der Klotze, das der ein oder andere vielleicht kennt. Und da wurde ich viel angefeindet. Was soll das? Ich kann ja selbst entscheiden, was ich sehe. Ich habe ja die Fernbedienung in der Hand. Ja, aber ich kann euch jetzt mit Abstand einfach nur sagen, es stimmt eben nicht. Ihr könnt nur auswählen zwischen dem, was euch gezeigt wird. Und in großen Bereichen wird das, was im Fernsehen und im Radio gesagt wird, fast, ich weiß nicht, ist das schon psychologische Kriegsführung, dass das ständig immer wieder wiederholt wird, bis bestimmte Sichtweisen auf die Welt werden gebetsmühlenartig wiederholt. Und man merkt es erst, wenn man das Ding wirklich mal ein halbes Jahr draußen hatte. Aus hatte. Und da kann ich nur jedem sagen, also damals habe ich dann wirklich zwei, drei Monate mit Leuten geschrieben, die da sehr kritisch drauf reagiert haben, auf diese Aussage. Ich bin froh, dass heute mal mehr Menschen einfach nur sagen, ja klar, stimmt, ja. kann ich nur sagen, wer denn ein Problem damit hat, das Fernsehen auszulassen? Wenn ihr glaubt, oder viele sagen, es ist ja keine Droge, es macht ja nicht süchtig, das Fernsehen macht nicht abhängig. Wenn dem so ist, und wenn es euch gar nicht manipuliert, dann lasst das Ding doch einfach mal ein halbes Jahr aus. Wenn das nicht funktioniert, dann solltet ihr euch fragen, ob ihr noch Herr im eigenen Hirn seid oder ob ihr doch von was abhängig seid. Macht einfach mal das Experiment und dann können wir darüber reden, ob es sinnvoll ist, komplett auf diese Massenmedien zu verzichten oder nicht. So. Bei mir hat es halt dazu geführt, ich habe dann... Natürlich, ich wollte ja nicht komplett abgeschnitten sein von der Welt, mich parallel im Internet informiert, was viele heute ja auch tun. Und dann kam es unter anderem zu solchen, ja, also es ist ja heute keine große Erkenntnis mehr, aber anscheinend wird es immer noch nicht wahrgenommen, diese Differenz zwischen dem, was die Massenmedien sagen und was einfach aus anderen Quellen erhältlich ist. So kam es auch dann zu dem Zweifel, die Presse, haben wir eigentlich noch eine freie Presse oder nicht und so weiter und so fort. Und habe dann das Internet für mich eigentlich selbst aktiv genutzt nochmal. Ich weiß nicht, ich habe nicht studiert, ich habe nur Realschule, aber ich glaube, was ich da im Internet so alles mir angeguckt habe, ist das wie ein Studium heute. Nur hat mir halt keiner gesagt, welchen Lehrstoff ich habe, sondern ich habe mir das angeguckt, für das ich mich interessiere. Und habe mir das rausgezogen, was mir einfach was gebracht hat. Und da konnte ich eigentlich das erste Mal wirklich so feststellen, in was für einer Welt ich eigentlich lebe. Ich war vorher auch in dieser Blase, ganz normal, arbeiten gehen, 40, 45 Stunden die Woche, einen ganz normalen Job und hat mir erstmal die Zeit dafür genommen, mir wirklich mal anzuschauen, in welcher Welt lebe ich, was passiert alles so. Und ja, das war dann irgendwann, wie wenn die Scheuklappen weg sind. Man glaubt das nicht, wenn man es einfach nicht gemacht hat, aber es ist so. Wer sich dann die Informationen nur aus den normalen Printmedien und Fernsehen bezieht, der hat Scheuklappen auf. Oder was meint ihr? Ich will ja nicht nur erzählen. Was meint ihr? Oder? Und das ist das. Das hat man aber in der Hand. Man kann für sich selbst sagen, ich erweitere mein Blickfeld in diese Welt. Und damit fängt es dann an, dass man auch mit sich selbst wieder konfrontiert wird. Wenn man auf einmal merkt, das stimmt alles gar nicht so, wie ich die Welt bisher gesehen habe, wie es mir viele erzählt haben. Und natürlich, auch hier sage ich,
glaubt nicht jedem blind, auch mir nicht. Prüft das selbst nach, was ich erzähle. Ja, also es geht nicht darum, dass ich jetzt hier was erzähle und das ist jetzt das einzig Wahre. Es geht nur um meine Erfahrung. Und dann kamen mir halt die Gedanken, ja, wie kann ich da irgendwie raus aus dem System? Und es war mit mir, bei mir ganz einfach, ganz klar damit verbunden, umso weniger Geldbedarf ich im Monat habe, umso weniger Lebenszeit muss ich investieren, um Geld zu verdienen. Also habe ich meinen Lebensstandard, das was so normal ist, ich hatte auch 160 Quadratmeter Wohnung mit meiner Frau damals und zwei Autos, zwei Fernseher und so weiter, Handys, alles reduziert und gemerkt, es ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung, wenn ich weniger konsumieren muss, einfach nur, was brauche ich wirklich? Jetzt rede ich schon niemals mehr davon, dass ich jetzt gucke, kaufe ich jetzt fair oder kaufe ich jetzt bio. Das ist, sind die nächsten Schritte, da bin ich jetzt im Moment gerade dran. Aber dieses überhaupt, was brauche ich denn eigentlich? Wenn viele davon reden, man fühlt sich so gefangen vom System, kann ich nur sagen, es liegt bei jedem selbst in der Hand. Ich weiß, dass das viele nicht gerne hören, aber wenn ich monatlich 2000 Euro brauche, brauche ich mich nicht zu wundern, dass ich so viel Lebenszeit rein investieren muss. So, das heißt auch nicht, dass es nur darum geht, dass man dann nur noch sich eine schöne Zeit macht. Obwohl, eigentlich das mache ich ganz gerne, das finde ich schon ganz cool. Also ich stehe auf, wann ich will, ich arbeite, wann ich will und darum geht es halt auch. Ich habe das Gefühl, ich arbeite nicht nur, sondern ich erschaffe. Ich kann mir wirklich die Zeit nehmen für die Sachen, die mir am Herzen liegen. Ich brauche nicht viel Geld, deswegen kann ich mir es erlauben, mit Straßenmusik zu leben und die Tankis, die ich baue. Sonst, das war es eigentlich. Ich bekomme nichts vom Staat. Aber es liegt an mir, ob ich 1500 Euro brauche oder auch mit 500 Euro im Monat klarkomme. Und das heißt nicht, dass man dann auf der Straße leben muss oder dass es einem total schlecht gehen muss. Mir geht's gut. Kann ich nur sagen, selbst wenn es provozieren wird, die Tauben scheint es zu verstehen. Cool. Und da kann ich auch nur jedem sagen, dadurch konnte ich mir die Zeit schaffen, meinen eigenen Rhythmus wiederzufinden. Ich habe erst da mal wieder den richtigen Rhythmus der Natur mitbekommen, wo ich keine Schichtarbeit habe. Ich weiß ja nicht, was für irre Schichtpläne es mittlerweile gibt. Wenn ich das manchmal höre, da denke ich nur, die arbeiten 10 Tage, haben 2 Tage frei, arbeiten wieder 4 Tage, dann wieder. Das ist total irre. Ich lasse sowas nicht mehr mit mir machen. Und da kann ich nur jeden auffordern, habt den Mut dazu, entzieht euch dem. Das könnt ihr, das kann jeder. Man muss halt wirklich überleben, was brauche ich oder was brauche ich nicht. Und somit konnte ich den Rhythmus der Natur eigentlich mal wieder spüren. Meistens werde ich mit der Sonne wach und gehe mit der Sonne ins Bett. So. Ist halt so. Und wenn, natürlich habe ich auch Sachen, die ich vorhabe, wenn ich jetzt eine Tanke baue oder jemandem helfe beim Bauen von irgendwas. Oder, klar, wenn ich dann auch mal länger wach oder stehe früher auf. Also, aber ich kann es machen halt, wie ich möchte. Und das führt halt dazu, dass ich für mich sagen kann, ich habe kein fremdbestimmtes Leben. Ich bestimme eigentlich selbst, was ich mache. Und ich glaube, das ist doch das, was sich alle wünschen. Und die meisten sagen, das geht nicht innerhalb des Systems. Ich muss sagen, es geht. Für mich geht's. So, es hängt nur damit zusammen, wie möchte ich leben. Und ich kann mir dann meine Projekte, die mir wichtig sind, selbst einteilen, auch meine Ruhepausen. Ich kann lernen, wieder auf meinen Körper zu hören. Der sagt mir ganz genau, Junge, lass jetzt den Hammer liegen. Geh jetzt ins Bett, wenn ich drauf aufpasse. So, damit hatte ich die Zeit, irgendwie für mich rauszufinden, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben. Und da bin ich heute nach wie vor der Meinung, wenn jeder das genau wüsste, was ist ihm wirklich wichtig im Leben, und er zieht das durch, sein eigenes wahres Selbst zu leben. Scheiß drauf, was die Gesellschaft sagt, scheiß drauf, was die Gesellschaft von dir verlangt, scheiß drauf, was die Schule dir gesagt hat, scheiß drauf, was deine Eltern dir gesagt haben. Dann haben wir eine friedliche Welt. Wenn jeder genau das macht, dass er zufrieden leben kann, dann rastet dann ein wie ein, ich weiß nicht, ich merke es hier im Kleinen, wo wir jetzt nur für die Mahnwachen uns organisieren. Wir haben uns nie vorher gekannt, aber irgendwie klappt das doch jetzt immer mehr. Ruckzuck steht das alles und ich bin so froh. Es geht. Es geht im Einzelnen für sich und es geht gemeinsam. Traut euch einfach nur. Und auch hier nochmal, nicht nur auf den Montag bezogen. Wenn wir wirklich was in der Welt ändern wollen, beginnt die eigentliche Friedensarbeit, wenn wir hier weg sind. Und morgen geht's weiter und übermorgen wieder. Jeden Tag für sich selbst in seinem Leben. Dann können wir eine friedliche Welt hinkriegen, wenn man das wirklich durchzieht.
Und zum Schluss dann nur noch, es tut mir gut für mich, und das ist mir sehr wichtig geworden in meinem Leben, nur noch da Energie reinzustecken, wo ich mich auch wohlfühle. Auf meinen inneren Kompass zu hören, auf mein Herz, was fühlt sich gut an, und das, was sich nicht gut anfühlt, heißt nicht, dass ich es nicht wahrnehme. Deswegen stehe ich ja hier und wünsche mir Frieden und stehe auf und sage, es kann nicht so weitergehen in der Welt. Das heißt nicht, dass ich weggucke, aber ich stecke Energie in das, was mir gut tut und wo ich merke, es wächst, es passiert etwas. Und dazu ist dann der letzte Schritt, wo vielleicht, ja, was jeder für sich in seinem Leben machen kann, dass es einfach noch mal leichter geht, dass man anfängt, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen. Und da bin ich so froh, immer mehr Leute hier irgendwo kennenzulernen, die füreinander da sind, die einander zuhören, wenn es auch nicht immer einfach ist. Aber es bereichert mein Leben ungemein und macht es jetzt schon in vielen Bereichen leichter. Und wenn wir das gemeinschaftlich hinkriegen, jeder in seiner Gemeinde, wir können hier nichts in Berlin ändern, wir können den Krieg in der Ukraine jetzt nicht verhindern, aber können hier anfangen, die andere Welt zu leben. Jeder für sich. Ich kann nur sagen, es geht, traut euch, zieht's durch, hört auf euer Herz, macht das. Und alle gemeinsam können wir auch innerhalb der Gesamtgesellschaft Saarbrücken oder Saarland was auf die Beine stellen, bin ich mir ganz sicher. Und ich danke mich, dass ich Teil davon sein kann.